Ulrich Medical heute. Ein Familienunternehmen auf Erfolgskurs. Mit der eigenen Herstellung von medizintechnischen Produkten beginnt 1912 eine Erfolgsgeschichte, die bis heute weitergeführt wird. Begonnen hat die Geschichte damals direkt am Münsterplatz in Ulm. Mein Großvater hat dann für alle Fachdisziplinen Instrumente, chirurgische Instrumente entwickelt, auch Apparate. Und dann hat mein Vater in den 70er Jahren das erweitert um Implantate und in den 80er Jahren um Geräte für die Radiologie. Seit 1992 sitzt Ulrich Medical in Ulm-Jungingen und wird gemeinsam geführt von Christoph Ulrich und Klaus Kiesel. Über 70 Akademiker entwickeln hier vor Ort die Medizinprodukte. Heutzutage ist Ulrich Medical erfolgreich mit zwei Produktbereichen. Einer davon sind Wirbelsäulenimplantate. Die häufigste Krankheit sind Alterserkrankungen, also sogenannte Degenerationen, Abnutzungen. Die führen zu Schmerzen, wenn Nerven eingeklemmt werden. Man kann heutzutage aber auch komplette Wirbelkörper entfernen und dann kommt ein künstlicher Wirbelkörper rein. Das ist wie ein Baukastensystem. Man hat verschiedene Durchmesser, Längen und die müssen immer im Krankenhaus vor Ort steril zur Verfügung stellen und dann wird es individuell vor Ort vom Arzt zusammengestellt, dass das optimal von der Länge und der Größe dann passt. Entwickelt wird das Ganze immer in Absprache mit Medizinern. Also es sind Ärzte natürlich, die in der Produktentwicklung, speziell in der Wirbelsäulenchirurgie, hier einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Und es war schon immer auch die Kompetenz von Ulrich, diese technische Kompetenz, die Innovation zu verbinden mit dem Markt, mit den Ärzten und den Kliniken, den Anwendern. Der zweite Schwerpunkt sind Kontrastmittelinjektoren für CT und MRT. Das sind Geräte, die in der Radiologie zur Untersuchung, zur Diagnostik eingesetzt werden, zu bildgebenden Verfahren. Und unsere Geräte werden in Kombination mit dem CT-Scanner oder dem MR-Scanner eingesetzt. Das ist ein Kontrastmittelinjektor für die Kernspintomographie, das heißt für den MR-Scanner. Und dieser Kontrastmittelinjektor befördert das Kontrastmittel, also das Pharmaprodukt, aus der Flasche in den Patienten. Und unsere Aufgabe ist, das Pharmakontrastmittel, das von Pharmafirmen verkauft wird und hergestellt wird, in Abstimmung mit dem Bildaufnahme, das heißt dem CT- oder MR-Scanner, wird dann das Kontrastmittel zu den Patienten befördert, dass es eben zu der Bildgebung passt und auch der Kontrast dann hervorkommt über den Scan, über den Computertomographen oder über den Kernspintomographen. Und unser Gerät macht hier eine sehr wirtschaftliche und effiziente Handhabung dieses Untersuchungsvorgangs möglich. Die Produkte werden in mehr als 60 Länder verkauft. Hergestellt wird aber noch heute alles in Ulm. Das heißt, die Technologie, die Entwicklung der Technologie sowie die Produktion der Geräte, alles findet hier am Standort Ulm statt. Dafür braucht es natürlich motivierte und engagierte Mitarbeiter. Bei Ulrich zu arbeiten ist für uns sinnhaft. Und ich glaube, das ist das, warum wir auch stolz sind, weil wir letztendlich Produkte herstellen, die zur Entwicklung und zum Beitrag der Gesundheit förderlich sind. Wir sind sehr teamübergreifend, agieren wir, unterstützen uns gegenseitig. Man kann auch die Abteilung nicht losgelöst betrachten bei uns, weil es immer ein Zusammenwirken ist dieser ganzen Schnittstellen. Und nur im Ganzen können wir dann letztendlich auch erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist dessen, was Ulrich wirklich auch auszeichnet, damit wir auch unsere Produkte auch gut auf den Markt bringen. 10 Ausbildungsberufe bietet Ulrich Medical inzwischen an und jeder Azubi soll die Möglichkeit haben, übernommen zu werden. Momentan sind 25 Auszubildende bei Ulrich Medical. Einer davon ist Timo Forster. Er ist im dritten Lehrjahr und bereut die Entscheidung, nicht hier angefangen zu haben. Im Gegenteil. Ich habe mich für die Ausbildung bei Ulrich Medical entschieden, weil einfach man hat den super Ausbildungsstand, man wird super fortgebildet, man hat viele verschiedene Schulungen über Instrumente, über Implantate. Daher, dass wir auch viele verschiedene Abteilungen haben, gehen wir auch in verschiedene Abteilungen. Also man hat einfach einen so großen Stand, was man hier lernen kann. Und das ist halt schon Wahnsinn für eine Ausbildung. Das Unternehmen steht für Made in Germany, hat aber eine Exportquote von über 70%. Das heißt, die Mehrzahl des Umsatzes macht das Unternehmen in fast über 60 Ländern und wird weltweit nachgefragt. Ulrich Medical hat auch zwei Tochtergesellschaften, eine in Frankreich und eine in den USA.
Erst dieses Jahr gab es für das Unternehmen den Innovations-Award von der FAZ. Eine Bestätigung für die vielen Produkte und das innovative Schaffen. Aber was steckt hinter dem Erfolg? Also sich ständig an den Markt, die Anforderungen anzupassen, ist eins unserer Erfolgsrezepte. Und der enge Kontakt, und deshalb sind wir auch direkt in Deutschland im Direktgeschäft, der Kontakt zu den Anwendern, zu den Ärzten. Wir entwickeln für Ärzte, mit Ärzten, das ist ganz wichtig. Und natürlich unser großes Potenzial sind unsere Mitarbeiter. Beide Erfolgsbestandteile, den wir haben, ist auch die konsequente Ausrichtung auf eine strategische Weiterentwicklung. Was wir auch sehr gut machen, ist eine vorausschauende Strategie für die Gesamtentwicklung des Unternehmens. Nicht eine Produktstrategie, sondern eine Unternehmensstrategie. Und die Erfolgsgeschichte soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Wenn es nach Christoph Ulrich geht, gerne auch in einer fünften Generation. Die ist bisher aber noch in der Schule. Es dauert also noch ein paar Tage, bis diese Entscheidung fällt.